Hallo zusammen zu unserem ersten Olympiatalk. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris stehen vor der Tür. Ihr seht es im Hintergrund. Der Eiffelturm erstreckt und erstrahlt über Paris. Und strahlen tun auch unsere beiden Reporter vor Ort. Melanie Meyer und Andreas Berten sind für Funke zwei von insgesamt vier Reportern, die wir in den nächsten zwei Wochen für euch in Paris haben. Hallo Melanie, hallo Andreas. Bonjour. Bonjour. Ah, schön auf Französisch. Perfekt Französisch. Ihr seid jetzt sogar schon ein paar Tage für uns vor Ort in der französischen Hauptstadt. Vielleicht könnt ihr mal eure ersten Eindrücke schildern. So die erste Woche ist ja meistens noch relativ entspannt. So die letzten Vorbereitungen finden statt. Vielleicht kann Andreas mal anfangen und uns seine Eindrücke schildern. Also so richtig fertig ist hier alles noch gar nicht, muss man dazu sagen. Jedenfalls hat man so den Eindruck, es betrifft nicht nur unsere Unterkunft, unser Hotel, wo gleich noch die Lobby komplett gemacht worden ist an unserem Anreisetag am Montag, aber auch Melanie war gestern zum Beispiel im Deutschen Haus. Da wird noch einiges getan für die Fans, die dort quasi einen Freizeit- und Erlebnispark haben sollen. Aber ansonsten merkt man halt schon, es ist dieses olympische Gefühl, das schon durch die Stadt rauscht, weil wir haben endlich wieder Zuschauer, wir haben Wettbewerbe, auf denen ja die besten Sportler der Welt sich messen und halt bejubelt werden von vollen Rängen. Das wird schon eine ganz andere Sache, als wir sie zuletzt hatten in Peking bei den Winterspielen und Tokio vor 3 Jahren bei den Sommerspielen. Es ist so ein Kribbeln halt, merkt man irgendwie, ne? Also würde ich jedenfalls so sagen. Ja, ich denke mal, das kann Melanie so bestätigen. Ja, absolut. Also ein Kribbeln auf jeden Fall. Ich habe schon 4 Mückenstiche, also das hat schon mal funktioniert. Aber ansonsten, man merkt einfach, die Stadt ist irre voll. Also es sind natürlich viele normale Touristen, aber auch viele, viele, viele Menschen, die für die Spiele jetzt schon hier sind, die sich an den Spots treffen, wo dann hier auch viel los sein wird. Die U-Bahn, die Metro, es ist unheimlich voll, super viele Menschen. Ich glaube, die Franzosen, die hier leben, die finden das gar nicht mal so cool, weil es ist natürlich sehr viel abgesperrt. Man kommt an manche Spots auch gar nicht mehr dran. Zum Eiffelturm kommt man nur noch bis zu einer bestimmten U-Bahn-Haltestelle, dann muss man aussteigen und Anwohner mussten sich vorher registrieren, damit sie noch auch in gesperrte Straßen noch weiter reinkommen und so. Also es ist schon großer Aufwand, der hier gefahren wird, das merkt man total, aber die Stimmung ist super positiv, sehr friedlich alle, obwohl hier auch sehr, sehr viel Polizei und Sicherheitskräfte unterwegs sind, die halten sich trotzdem irgendwie sehr dezent. Also man sieht sie überall. Die versuchen hier alles, damit das sehr friedliche und ruhige Spiele bleiben oder überhaupt erst werden. Aber es ist nicht unangenehm, dass man irgendwie so ein Angstgefühl hat oder so. Das ist völlig in Ordnung. Und ansonsten alleine dieser Moment, wenn man vorm Eiffelturm steht, an dem die großen Ringe halt angebracht sind und man schaut da hoch und bekommt halt einfach direkt so ein ganz tolles Gefühl, dass man hier wirklich jetzt ist, wo die Olympischen Spiele endlich mal wieder in Europa stattfinden. Also es ist schon beeindruckend, wie die ersten Tage so verlaufen sind. Ihr habt ja im Vorfeld auch schon mit Sportlerinnen und Sportlern gesprochen und ihr habt es gerade gesagt, es sind endlich wieder Olympische Spiele, die vor vollen Rängen stattfinden werden, die in einer vollen Stadt stattfinden werden. Sind die Athleten genauso voller Vorfreude wie ihr beiden? Vielleicht Andreas Berten? Da gehe ich doch mal sehr, sehr stark von aus. Also jedenfalls hat man das von keinem Athleten gehört, dass er sich ärgern würde, jetzt wieder bejubelt zu werden bei den Erfolgen, hoffentlich, die ja auch zahlreich kommen werden. Klar, also alle sind heiß drauf. Alle sind vor allem auch extrem froh, dass es halt mal wieder in Europa ist, quasi vor der Haustüre. Man ist von Köln jetzt zum Beispiel halt in gut 3,5 Stunden mit dem Zug in Paris. Also da haben viele Athleten auch die Gelegenheit, sich Unterstützung zu holen von ihren Lieben, von ihrer Familie, von Freunden. Das wird sehr, sehr stark genutzt sicherlich auch. Also das kam bei jedem Gespräch ehrlich gesagt raus. Und ich glaube schon, dass viele, die in Tokio waren jetzt im Vergleich zu den letzten Sommerspielen und da erfolgreich waren und jetzt nochmal hier sind, nochmal eine ganz andere olympische Welt kennenlernen werden, ehrlich gesagt. Wenn wir bei olympischer Welt sind, dann müssen wir, glaube ich, auch einmal über den IOC-Präsidenten Thomas Bach sprechen. Der sollte alles normal laufen, wahrscheinlich am Freitagabend seine letzten Olympischen Spiele eröffnen wird. Wie ist euer Eindruck in diesen Tagen von Thomas Bach und wie muss man vielleicht dann auch
tatsächlich so rückblickend auf die letzten Jahre und dann auch vielleicht sogar Jahrzehnte gucken, die er für den Sport und um den Sport herum gearbeitet hat. Kann ich da einmal kurz, ich denke, Andreas ist da der größere Experte, aber ich habe Thomas Bach jetzt die Tage tatsächlich auch schon hier in Paris erlebt. Er hat eine Pressekonferenz gegeben zur Eröffnung. Da ist er aufgetreten, wie Thomas Bach oft auftritt, also sehr, sehr ruhig in allem, was er sagt, sehr sachlich auf alle möglichen Fragen geantwortet. Aber was er auch betont hat, waren seine ersten Eindrücke aus Paris, wie er dieses ganze Gefühl aufgenommen hat, wie er mit Athleten im Gespräch war und mitbekommen hat, wie sehr die sich jetzt einfach freuen und wie dieser Geist auch auf ihn übergeschwappt ist. Er sagt, selbst wenn ich jetzt noch dran denke, wie ich jetzt im Olympischen Dorf war, kriege ich Gänsehaut, weil einfach diese Gespräche ihn auch so bewegt haben. Ich meine, er ist ja auch selbst ehemaliger Olympiasieger. Er weiß, wie sich das anfühlt und das dann alles auch nochmal so gespiegelt bekommen von den Athleten. Das hat man schon gemerkt, dass ihn das ja, bewegt hat und auch in Vorfreude versetzt hat. Ja. Zumal es jetzt ja auch tatsächlich in Anführungsstrichen seine ersten eigenen Olympischen Spiele sind. Das heißt, das sind die Spiele in Paris, die unter seiner Ägide auch vergeben worden sind. Alles andere zuvor war noch unter Jacques Rogge. Und da gab es ja dann wirklich sowohl was die Corona-Pandemie angeht, das war jetzt aufgezwungen, die Situation, konnte man nichts machen, dass es eben völlig so Spiele außer der Art waren im Grunde genommen, aber halt auch Korruption in Rio, dann den riesen Dopingskandal um diese gigantischen Spiele in Sochi, woraus jetzt natürlich auch nochmal eine ganz andere Problematik entstanden ist mit den Russen, die das IOC gerade beschäftigt. Von daher glaube ich auch in der Tat, dass er diese Spiele nochmal so richtig genießen wird. Es gibt ja so halt die Situation, dass seine Präsidentschaft nächstes Jahr ausläuft. Er ist insgesamt 12 Jahre jetzt IOC-Präsident dann gewesen, nächstes Jahr. Und natürlich wird gemunkelt, nachdem ja auch schon bei der letzten IOC-Session in Mumbai es da wirklich abenteuerliche Huldigungen und bizarre Momente gab, wie Thomas Bach da geehrt und gelobpreist wurde von den IOC-Mitgliedern und ja gebeten worden ist, doch ja weiterzumachen, nochmal sich zu überlegen, ob man nicht die Charta dafür ändern müsste, dass er noch weiter Präsident bleiben dürfte. Das ist natürlich etwas, was jetzt alle hier auch so ein bisschen im Vorfeld nochmal umtrieben hat. Das ist ein Thema, was aber Thomas Bach selber, ich habe ihn jetzt auch im letzten Jahr mehrmals getroffen, halt ja, beiseite schiebt. Er hat natürlich, er wird einen Plan haben, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber es ist halt nichts, was er jetzt während der Spiele halt auch thematisiert haben möchte, weil er halt die Konzentration auf die Wettbewerbe und die Athleten gelenkt haben möchte. Aber nichtsdestotrotz, klar, es ist offiziell seine letzten Spiele. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in dem Sinne nicht seine letzten Spiele sein werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, ob man jetzt die Charta ändert, tatsächlich und ihm eine dritte Amtsperiode ermöglicht. Das wäre etwas, aber das wird alles erst nächstes Jahr in Athen dann offiziell entschieden bei der nächsten Session. Oder aber die Möglichkeit besteht natürlich auch, er hat natürlich auch seine Gefolgschaft, seine Leute, die er als Nachfolger oder eher halt als auch Nachfolgerin sieht, dass er die dann halt auf seinen Platz gesetzt wird und er sich halt durch eine neu geschaffenen Posten ja immer noch einen gewissen Einfluss und Ratgebertum da offen hält, ehrlich gesagt. Also das kann durchaus passieren. Da müssen wir alle gespannt sein. Ich glaube, so ganz aufhören wird er noch nicht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und ich gehe davon aus, dass er dann halt wirklich so, ja, so ein bisschen dann noch so die Mentoren- und Oberaufseherrolle dann übernehmen wird und wir jemanden anderen auf dem IOC-Präsidentenstuhl sehen werden. Also namentlich wahrscheinlich Kirsty Coventry aus Simbabwe, die schon halt eine sehr wichtige Rolle im IOC eingenommen hat, die sich mit der Zukunft der Spiele beschäftigt. Ja, und würde dann auch so, glaube ich, so passen. Es gibt ja, die Agenda 2020 hat ja hergegeben, mehr Gendergleichheit zu schaffen, also gleiche Anzahl von Frauen und Männern bei den Spielen, gleiche Anzahl von Wettbewerben für beide Geschlechter. So, und Kirsty Coventry wäre halt die erste Frau, die auf dem IOC-Stuhl Platz nehmen könnte, auf dem Präsidentenstuhl.
Sie wäre aus Afrika, das gab es auch noch nie. Außer Avery Brundage war halt jeder IOC-Präsident aus Europa und männlich. Und ich glaube, dass das sicherlich auch etwas ist, was er dann nochmal der olympischen Welt so mitgeben möchte, dass er da auch eine Veränderung herbeigeführt hat, die sicherlich längst überfällig sein sollte. Ich höre da allerdings raus, dass es auch für euch und für den gesamten Sport Themen sind, die man wahrscheinlich erst nach den Olympischen Spielen genauer besprechen wird. Wir werden aber und ihr werdet mit Sicherheit auch während dieser 2 Wochen in Paris da dranbleiben und sollte es Entwicklungen geben, werdet ihr als Zuschauer und Zuschauerin das mit Sicherheit auch bei uns dann lesen können. Unsere 4 Reporter vor Ort, wovon ihr jetzt eben nur 2 seht, sind auf jeden Fall am Ball. Aber es soll ja gerade zum Anfang auch um den Sport an sich gehen. Und dann lasst uns doch vielleicht einmal auf den Sport gucken, der in den nächsten 2 Wochen dann in Paris stattfinden wird. Und spannend wird es mit Sicherheit aus deutscher Sicht. Ihr hattet beide den DOSB-Präsidenten schon im Interview. Er hatte auch gesagt, dass man sich vorstellt, unter den Top 10 im Medaillenspiegel zu landen. Dafür brauchst du allerdings ein paar Medaillen. Melanie, vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wer denn aus deutscher Sicht für Medaillen sorgen kann in den nächsten Wochen. Ja, also so ein paar haben wir natürlich vorher schon ausgemacht. Also was natürlich immer die größte Emotionalität hervorruft, sind natürlich die überraschend kommen, ne? Die Medaillen, mit denen erstmal keiner rechnet, die kann ich dir jetzt auch noch nicht vorhersagen. Dann hätte ich, glaube ich, einen anderen Job, wenn ich das könnte. Aber was man benennen kann, sind halt Favoriten oder wo Deutsche zu den Favoriten gehören. Das ist auf jeden Fall Daya Fafloumeev, die rhythmische Sportgymnastin, die auch schon mehrfach Weltmeisterin geworden ist. Die ist 17 Jahre alt und einfach unfassbar gut. Die ist sicherlich eine der großen Goldkandidaten für Deutschland. Dann haben wir das Bahnrad-Trio um Emma Hinze. Die haben ja schon zig Weltmeistertitel gewonnen, sowohl als Trio als auch sie selber, Emma Hinze, im Einzel. Also das müssen die einfach diesmal gewinnen. Also die sind wirklich vorne mit dabei. In Tokio haben die Silber gewonnen, da sind sie aber nur zu zweit gefahren. Jetzt fahren sie wieder zu dritt. Da sind sie eigentlich noch stärker und ja, sind da klar, es kann immer alles passieren. In diesem Sport geht es unfassbar schnell zur Sache. Aber die nicht als Favoriten zu nennen, wäre einfach falsch. Ja, wo wir irgendwie nicht mehr so ganz so viele Goldhoffnungen haben, ist sicherlich in der Leichtathletik. Da gibt es aber trotzdem mindestens mal Malaika Mihambo im Weitsprung, die ja gerade auch erst Europameisterin mit einem Riesensatz geworden ist, hatte allerdings jetzt eine Corona-Infektion zu verkraften. Zuletzt nicht mehr ganz so, dann natürlich in Topform gewesen, muss man schauen, in welcher Form sie kommt. Aber wenn sie es geschafft hat, wieder in Form zu kommen, dann geht es eigentlich nur über sie, wenn es um eine Goldmedaille geht. Ebenfalls eigentlich ein Goldkandidat könnte sein Leo Neugebauer. Der ist bisher in Europa noch gar nicht so krass aufgetreten, weil er in den USA im College in Austin in Texas war. Hat da allerdings für Furore gesorgt wie kein Zweiter. Hat da zweimal die US-College-Meisterschaft im 10-Cup gewonnen und hat ganz nebenbei zweimal den deutschen Rekord unterboten. Hat fast jetzt die magische Marke von 9.000 Punkten geknackt. Ist ein absoluter Strahlemann, Sunny Boy, wirklich mit extremen Entertainer-Qualitäten. Also wenn der es schafft, seine Leistung jetzt hier in Paris abzurufen, dann ist der ein absoluter Gewinn. Also der ist wirklich ein cooler Typ, macht Spaß, dem zuzuschauen. Unfassbar austrainierter Modellathlet, der wirklich, wirklich, wirklich hier was reißen kann. Den würde ich auch auf jeden Fall noch als Favoriten nennen. Aber dem Andreas fallen bestimmt auch noch ein paar ein. Ja, mit Sicherheit. Also im Reiten, in der Dressur sicherlich müssen wir das deutsche Team auf jeden Fall erstmal erwähnen. Allen voran mit Jessica von Bredow-Werndl und Isabel Werth, die sicherlich auch im Einzel anschließend sehr gute Chancen haben werden, dass sich das Teilnehmerfeld ja durch Charlotte Dujardin jetzt auch reduziert hat, nochmal durch eine enorm starke Reiterin aus den vergangenen Jahren. Ich bin mal so ein bisschen gespannt, tatsächlich, was so die Sachen so angeht, wo man jetzt nicht unbedingt so mit rechnet. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, es gibt im Boxen Nelvi Tiafak, dem Superschwergewicht, der durchaus die Möglichkeit hat, da wirklich weit zu kommen, der wirklich ein hervorragender Boxer, sich zum hervorragenden Boxer gemausert hat in den letzten Jahren, hatte eine leichte Verletzung zuletzt am Finger. Aber das wäre so einer, wo man mal so sagt, ja, dem traut man schon mal was zu, aber
bis zum Goldschritt wäre es sicherlich noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube, da können wir sicherlich einiges erwarten. Und ich bin mal gespannt, was so in den Mannschaftssportarten passieren wird. Basketball sind Weltmeister geworden. Allerdings muss man ja auch sagen, das war ein Turnier, bei dem die besten Spieler der Welt nicht dabei waren, sag ich, oder größtenteils nicht dabei waren. Sie werden sicherlich, glaube ich, mit um eine Medaille spielen, aber da sehe ich sie trotzdem halt nicht unbedingt jetzt in der Möglichkeit, in der Rolle, die Goldmedaille zu holen. Sehr, sehr offen ist es, glaube ich, im Hockey, bei den Männern vor allem. Da gibt es Deutschland als Weltmeister, aber genauso gut fünf andere Nationen, die jegliche Medaille gewinnen können. Die Damen können vielleicht, wenn es gut läuft, auf Bronze springen. Handball bei den Männern muss man mal gucken, wie es da sich entwickelt. Das ist ja jetzt natürlich noch nicht so ganz vorhersehbar bei den Mannschaftssportarten. Wie kommen Sie ins Turnier? Wie finden Sie sich zurecht? Wie gehen Sie miteinander, untereinander um? Wie sind Verletzungen dabei und wie hat man dann am Ende das Spielglück? Also bei Mannschaftssporten ist das jetzt ein bisschen schwierig noch vorherzusagen. Du hast gerade die Basketballer angesprochen. Wenn wir vielleicht da noch einmal ganz kurz auf die Fahnenträger und Fahnenträgerin gucken. Dennis Schröder ist der eine, die andere ist unsere deutsche Goldhoffnung auch im Judo oder zumindest Medaillenhoffnung. Vielleicht könnt ihr mal eine Einschätzung dazu geben. Ich erinnere mich nämlich zurück, Melanie hatte schon in einem Kommentar mal geschrieben in der letzten Woche, dass Olympia schon auch für die kleineren Sportarten steht, die sonst normalerweise nicht so ganz extrem im Fokus sind. Jetzt entscheidet man sich dann für Dennis Schröder, der große NBA-Star. Seid ihr trotzdem zufrieden mit den beiden Fahnenträgern, mit dem Fahnenträger-Duo? Vielleicht möchte Melanie als erstes dazu Stellung nehmen. Dann brauche ich ja hinterher nichts mehr zu sagen, vorher. Ja, also mit Anna-Maria Wagner bin ich sehr zufrieden. Nein, also es ist wirklich Gratulation an sie. Das hat sie sich einfach verdient. Über all die Jahre, all die Quälerei, die sie in ihren Sport investiert hat. Judo ist jetzt wirklich kein Sport, mit dem man reich wird oder mit dem man riesengroße Aufmerksamkeit generiert. Aber sie hat wirklich jetzt über Jahre da große Leistung gebracht. Ist ja jetzt kurzem auch erst Weltmeisterin wieder geworden, hat schon eine Olympiamedaille gewonnen. Also ist wirklich für sie eine ganz, ganz besondere Sache und Ehre. Das hat man ja auch bei ihrer Reaktion, die auch in den sozialen Medien geteilt wurde, gesehen. Die ist erstmal spontan in Tränen ausgebrochen, als sie den Anruf bekommen hat. Und ich glaube, für sie ist das schon wirklich was ganz, ganz Großartiges, jetzt nicht nur bei Olympia wieder dabei zu sein und um Medaillen zu kämpfen, sondern auch das deutsche Team mit der Fahne voran dann anzuführen bei der Eröffnungsfeier. Ja, Dennis Schröder ist halt so eine Sache. Also man muss jetzt diese Wahl akzeptieren und es ist auch in Ordnung, weil das war eine Publikumswahl. Super viele Menschen haben für ihn abgestimmt. Er repräsentiert eine junge Gruppe von Leuten, die sich für Sport interessieren. Und wenn die das wollen, dass er da vorne wegläuft, ist das völlig in Ordnung. Und auch sehr, sehr viele Olympiaathleten hier sind begeistert von ihm, ne? Also die warten im olympischen Dorf darauf, ihn zu sehen und sich mal ein Selfie mit ihm zu ergattern. Die finden ihn wirklich alle richtig gut und ich glaube schon, dass viele echt happy sind, dass er es geworden ist. Und sportlich braucht man ihn auch nicht hinterfragen. Also der ist ein NBA-Spieler seit zig Jahren jetzt schon. Ist vielleicht nicht so die ganz prägende Figur, wie es dann Dirk Nowitzki halt fürs komplette Basketball in Deutschland war. Aber er bringt seine Leistung und er hat natürlich einen Kracher abgeliefert letztes Jahr bei der WM als Kapitän. Also das war wirklich ein starkes Turnier, was er da hingelegt hat. Und von daher ist es jetzt absolut, ist es verdient, wenn er da jetzt vorangeht. Aber also grundsätzlich, dass jemand, der in der NBA spielt, der das ganze Jahr über eine Riesenpräsenz hat, eine Publikumswahl gewinnt, gegen einen einigermaßen unbekannten Sportschützen, Christian Reitz, weiß ich nicht, ob das so unbedingt sein muss. Also ich finde, so wie du es ja gerade schon angedeutet hast, Olympia ist die Bühne für jene, die eben nicht das ganze Jahr über im Fokus stehen und die eben nicht dieses große, große Geld in den populären Sportarten verdienen. Und ich finde, da gehört einfach jemand nach vorne, der nicht Dennis Schröder am Ende ist. Aber wie gesagt, es ist eine Wahl gewesen und das muss man akzeptieren. Sportlich alles fein. Also wirklich, da kann man absolut nichts sagen. Zumal sich ja andere Nationen auch dazu entschlossen haben, Basketballstars und echte, richtig große Basketballstars halt die Fahne tragen zu lassen. LeBron James wird es halt bei den USA sein. Giannis Antetokounmpo bei den Griechen, wenn ich mich richtig entsinne. Also ja,
Vielleicht muss man das aber auch so ein bisschen irgendwie akzeptieren. Also klar, olympische Bühne ist für Sportler mit ja wirklich wenig Aufmerksamkeit zwischen den einzelnen Sommerspielen immer das Größte. Und da sollen sie auch ins rechte Licht gerückt werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich ja die Olympischen Spiele auch irgendwo ja immer weiterentwickeln und anpassen. Die Zuschauerschaft wird jünger, sie wird anders Olympische Spiele konsumieren. Auch das wird in Zukunft sicherlich nochmal ein großes Thema werden, wie wirklich junge Leute sich daran ergötzen können, ob das noch Leute sind. Das hat man schon im Fußball ja gesehen. Die schauen sich nicht mehr 90 Minuten lang ein ganzes Spiel von vorn bis hinten an. Die sind auf aus, Highlights zu sehen, ein bisschen Statistik dazu und dann eventuell noch ein bisschen Social Media posten. Das ist so deren Welt und da geht es natürlich auch hin. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn wirklich halt die Leute, die als die größten Stars in ihrem Sport und auch in der Social Media Welt unterwegs sind, dass die dann eben bei solchen Wahlen auch berücksichtigt werden. Du hast gerade über Highlights auch gesprochen, um vielleicht gegen Ende des Talks zu kommen. Würde ich euch beide gerne einmal fragen, was denn in diesen nächsten 2 Wochen die Highlights sind, auf die ihr euch besonders freut? Andreas, fang doch vielleicht einfach an. Du bist ja schließlich der erfahrene Olympia-Reporter und hast die ein oder andere Veranstaltung schon miterlebt in den letzten Jahren. Gibt es da überhaupt noch was, was dich so richtig kitzelt? Da gibt es nichts, was man nicht kitzeln sollte, wenn man bei Olympischen Spielen ist, auch wenn es jetzt nicht das erste Mal ist. Gar keine Frage. Für mich persönlich sind immer so die Atmosphären und die Wettkampfstätte ganz besonders, ehrlich gesagt. Das war schon in Tokio so, als ich zum Beispiel im Budokan war, wo halt, das ist halt so das Judo-Mekka der Welt. Genauso wie Wembley halt für die Fußballer es ist. Und ich glaube, dass wirklich Reiten vor der Kulisse vom Schloss Versailles sicherlich etwas sein wird, was einem nochmal eine Gänsehaut verschaffen wird. Aber auch sämtliche anderen Wettkampfstädte hier sind eigentlich so, ja, attraktiv und bedeutungsvoll, dass man wirklich sagt, da muss man einfach hervorragende sportliche Leistungen und auch großartige Atmosphären erleben. Sicherlich mal Teddy Riner noch mal zu sehen, Judoka, Französischer, der ja über Jahre lang das Schwergewicht dominiert hat und einfach ein cooler Typ ist. Das wird interessant sein. Persönlich freue ich mich natürlich auf Hockeyspiele als Hockeyspieler. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, ich lasse es, glaube ich, ehrlich gesagt so ein bisschen auf mich zukommen. Ich will gar nicht so streng einen Plan abarbeiten. Den und den muss ich unbedingt sehen. Ich glaube, jede Faszination wird irgendwie dann auf mich zukommen und bei jedem unterschiedlichen Event, das wird schon in Ordnung sein. Melanie, du selbst bist das ein oder andere Mal ja auch schon für Funke bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften gewesen. Sind das dann auch die Disziplinen, die dich besonders reizen jetzt in den nächsten 2 Wochen, wobei es ja in der zweiten Woche stattfinden wird? Oder macht es gerade das für dich aus, dass du auch woanders reinschnuppern kannst und woanders mal jetzt was sehen wirst, was man so vielleicht sonst aus dem Fernsehen kennt? Ja, also natürlich freue ich mich auch auf die Leichtathletik, einfach zu erleben, wie diese olympische Kernsportart bei Olympia präsentiert wird, sich anfühlt, wie das für die Athleten ist und wie sie dann in der Lage sind, abzuliefern in einem Rahmen, der eben nicht nur Leichtathletik ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich hier, nehme ich einfach alles gerade auf. Ich sauge das alles auf, was hier passiert und freue mich wirklich auf alles, was ich mir angucken darf. Und natürlich gibt es so ein paar Highlights. Also Simone Biles, den US-Turnstar schlechthin, Riesensportvorbild, einfach auch für eine ganz junge Generation und so, die einfach mal touren zu sehen. Ich meine, die ist ja nur 1,42 klein, groß, wie man es jetzt nennen will. Also sie ist noch kleiner als ich. Die einmal live zu sehen mit dieser krassen Performance, die sie einfach abliefern kann, das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Highlight, was ich hier erleben kann. Für mich persönlich, Tischtennis ist so meine Herkunftssportart. Also was Andreas mit Hockey beschreibt, ist für mich Tischtennis. Timo Boll wird hier seine letzten Olympischen Spiele bestreiten. Riesensportler, auch für Deutschland, was er so also repräsentiert hat. Ist einfach krass, was da für eine Ära dann zu Ende geht und ihn nochmal hier spielen zu sehen. Das finde ich, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich spannend. Da freue ich mich sehr drauf, das nochmal zu erleben. Und ansonsten,
Ich freue mich auf Judo, ich freue mich auf Ringen, ich gehe auch mal zum Bogenschießen oder auch diese ganzen jungen Sportarten, BMX, Skateboard, vorm Eiffelturm, irgendwelche krassen Wettbewerbe, Beachvolleyball vorm Eiffelturm. Also das ist einfach wahnsinnig toll, was hier geboten wird. Und da kann man, glaube ich, viel mehr weit, also so konkret Highlights zu benennen, dann weitere finde ich schwierig, weil ich glaube, es hat alles seinen Reiz gerade. Ja, ich Ich glaube, am glaube, dass. Ende wird es dann immer die ganze, Entschuldigung, die ganze Atmosphäre sein, die jetzt wirklich nach Jahren der Corona-Pandemie nochmal wirklich andere Olympische Spiele hervorbringen wird. Menschen, die aus aller Welt hierher kommen, um sich die Wettbewerbe anzusehen, ja, dieses ganze Miteinander einfach zelebrieren und alle aus dem gleichen Grund hier sind, um einfach nur coole Sportlerinnen und Sportler zu sehen, die ihr Bestes geben. Und da wird so eine fantastische Stimmung, denke ich mal, aufkommen, wie wir sie jetzt halt die letzten Male eben durch diese Pandemie nicht bekommen konnten. Und ich glaube, das gibt an dem Ganzen auch nochmal so einen ordentlichen Schwung. Es ist vor der Haustüre, man merkt in Deutschland, oh, das sind nochmal echt coole Angelegenheiten, das ist ein cooles Event. Klar, wir brauchen nicht drüber zu reden. Olympische Spiele sind nicht nur eitel Sonnenschein, da hängt ganz, ganz viel dran. Haben wir jetzt auch erlebt, noch mit wie kurzfristig dann tatsächlich ein paar ja, Obdachlose äußerst unsanft ja, beiseite geräumt worden sind, muss man so blöde sagen. Das ja, ist leider so und das gehört sich nicht, das soll nicht so sein, aber der Grundgedanke von Olympischen Spielen ist einfach so überwältigend, dass es immer wert sein wird, darüber nachzudenken, so etwas auch mal wieder in Deutschland haben zu können. Der Anstoß dazu ist gemacht. Ihr habt es bei uns auch gelesen. Ihr habt es in den Nachrichten mitbekommen. Darüber wollen wir vielleicht gegen Ende der Olympischen Spiele einmal reden. Wir werden für die Zuschauer heute nicht das erste und das letzte Mal getalkt haben, sondern unsere Kollegen aus Paris werden während der 2 Wochen auch immer mal wieder zugeschaltet sein. Sie werden euch täglich mit kleinen Berichten aus Paris versorgen, sowohl in Video als dann natürlich auch in größer, in schriftlicher Form. Ich würde deswegen einfach mich bei euch beiden zum jetzigen Zeitpunkt bedanken, weil ich auch weiß, dass ihr in der Vorbereitung auf den sportlichen Wettkampf, der dann ab morgen startet, auch noch einiges zu tun habt. Bedanke ich mich für eure Zeit, wünsche euch ganz viel Spaß in Paris. Und wir sind alle gespannt auf das, was ihr erleben werdet und uns dann auch in euren Texten näher bringen werdet. Vielen Dank, Melanie, vielen Dank, Andreas. Herzlichen Dank zurück. Danke Au revoir. schön. Ciao, ciao. Ciao.